Hallo Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den Hotelmeister bzw. die Hotelmeisterin IHK. Und wir stellen uns die Frage, was ist der beste Weg? Der beste Weg zu diesem Abschluss. Und ehe wir das tun, müssen wir uns fragen, was ist denn beste? Ist es der kostengünstigste, der schnellste? Was ist der beste Weg? Und meine Antwort ist das Wort integrierbar. Ich erkläre das sofort. Integrierbar. Der Weg ist der beste, der am besten integrierbar ist in was? In Ihr Leben. Denn wissen Sie was? Sie können Ihr Leben nicht einfach komplett umkrempeln, bloß weil Sie Hotelmeister, IHK oder sonst irgendeinen Abschluss haben wollen. Der Weg zu diesem Abschluss muss integrierbar sein in Ihr Leben, denn Ihr Leben besteht aus Ihrem Beruf, Ihrer Familie, Ihren Hobbys, Ihrem Sport, Ihrer Musik, Ihrer was immer Sie machen. Und in der heutigen Zeit ist unser Leben ziemlich voll. Und Sie kennen den Spruch, irgendwas ist immer. Ja? Irgendwas ist immer. Da wird beruflich eine neue EDV eingeführt oder privat ist jemand krank oder braucht Hilfe oder sonst irgendwas in der Familie. Irgendwas ist immer. Und der Weg, um einen solchen Abschluss hier noch zu machen, neben diesen ganzen anderen Dingen, muss integrierbar sein in Ihr Leben. So, dies vorausgeschickt, schauen wir uns also an, wie kommt man am besten zu diesem Ziel, Hotelmeister oder Hotelmeisterin IHK. Nach meiner Erfahrung, mittlerweile über 17 Jahre, nach meiner Erfahrung, mittlerweile über 17 Jahre in diesem Bereich hier der IHK-Abschlüsse, gibt es im Wesentlichen vier Wege. Und wir fangen an mit dem ersten, der heißt Selbststudium. Wir werden gleich sehen, das ist eher eine theoretische Sache, als dass man es wirklich praktisch umsetzen kann. Selbststudium bedeutet, Sie besorgen sich Lernmaterial, Bücher, Skripte, Mitschriften, MP3s und was immer es gibt, plus alte Prüfungen, die man ja kaufen kann und erarbeiten sich das Gebiet komplett selber, gehen dann in die Prüfung. Warum erwähne ich das hier? Weil das geht. Theoretisch geht das. Denn um Hotelmeister oder Hotelmeisterin IHK zu werden, brauchen Sie nur formale Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen, aber nicht inhaltlich in dem Sinne, dass Sie ein Seminar besuchen müssen. Wer Ihnen das erzählt, der lügt oder der weiß es nicht besser. Also, es sind formale Zugangsvoraussetzungen. Sie können sich den Stoff komplett selber erarbeiten, aber das bleibt theoretisch. Warum? Es scheitert an zwei Dingen. Und zwar, das eine ist die Selektion. Sie müssen die Unterscheidung treffen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und das können Sie im Prinzip erst machen, wenn Sie das, was Sie wollen, schon erreicht haben. Ja, wenn Sie Hotelmeister IHK sind, dann können Sie entscheiden, was ist wirklich relevant. Und was ist nicht relevant, wenn Sie auf dem Weg sind, ist es sehr, sehr schwer. Und das Zweite ist die Aufbereitung. Die Aufbereitung des Lernstoffes, denn wenn Sie ein Buch kaufen, dann müssen Sie ja bitte nicht glauben, dass Sie dieses Buch auch sofort, ja, wie soll ich sagen, verarbeiten, verdauen können, sondern Sie müssen sich den Lernstoff ja sehr oft noch aufbereiten, sich eine Übersicht machen, eine Mindmap, vielleicht Lernkarten oder sonst etwas. Und auch das kostet unendlich viel Zeit und die Zeit haben Sie nicht. Der Weg entfällt also, das schaffen 0, irgendwas Prozent, ja, für die meisten Menschen nicht geeignet. Der nächste Weg heißt Fernlehrgang. Und hier kennen Sie vielleicht meine These, Fernlehrgang ist für maximal 5% der Menschen geeignet, für 95% der Menschen also nicht geeignet. Warum? Die 5% zeichnen sich aus durch extrem hohe Frustrationstoleranz und extrem hohe Selbstdisziplin. Das brauchen Sie nämlich.
Ja, sie sehen zwar immer auf den Werbeplakaten glückliche Menschen, die den Fernlehrgang absolviert haben und der hat ihr Leben total positiv verändert. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Die Realität sieht so aus, dass sie da zu Hause in ihrem Kämmerlein sitzen mit schwer genießbaren oder vielleicht sollte ich sagen ungenießbaren Unterlagen, die teilweise auch veraltet sind, teilweise total veraltet sind und sich dadurch quälen müssen. Und wenn sie nicht diese extrem hohe Frustrationstoleranz haben und diese extrem hohe Selbstdisziplin haben, dann ist der Fernlehrgang auch nicht geeignet. Der dritte Weg ist das Seminar. Und diesen Weg habe ich selber viele, viele Jahre angeboten für verschiedene IHK-Abschlüsse. Und der war viele Jahre auch nach meiner Einschätzung der beste Weg. Und innerhalb dieser Überschrift Seminar haben wir herausgefunden, das Effizienteste im Sinne von lerneffizient für unsere Teilnehmer waren die Blöcke. Also 5 Tage zum Beispiel, dann dazwischen ein Zeitraum frei in Gänsefüßchen und dann wieder 5 Tage. So etwas. Ja? Blockunterricht, das war der effizienteste Weg. Warum? Sie steckten im Thema drin, konnten sich 5 Tage mit dem Lehrer zusammen damit beschäftigen und das war effizienter als, sagen wir mal, immer samstags oder so etwas. Aber es hat sich ja auch herausgestellt, dass diese Blöcke immer schwerer integrierbar waren bei unseren Teilnehmern, obwohl wir sehr wenig Seminartage hatten. Ich bin ja von Anfang an hingegangen und habe mit effizienten Lernmethoden gearbeitet und hatte, ich glaube, soweit ich sehen kann, immer die wenigsten Seminartage in Deutschland, aber trotzdem die Probleme der Integrierbarkeit, die stiegen. Und deswegen habe ich vor etwa 2,5, 3 Jahren angefangen, einen neuen 4. Weg zu kreieren, nämlich die Video-Coachings. Die Video-Coachings sind entstanden aus dem Seminar und aus den Unterlagen, die über viele, viele Jahre sich bewährt haben und die ich über viele Jahre immer weiter ausgefeilt habe, um es noch einfacher, um es noch verständlicher zu machen. Video-Coachings bedeutet, Sie haben die Vorteile des Fernlehrgangs. Ein Fernlehrgang wird ja immer beworben als mit Sie lernen nach freier Zeiteinteilung, Sie lernen, wo Sie wollen und Sie können zu Hause arbeiten, Sie müssen nirgendwo hinfahren, haben noch Fahrtkosten und so etwas. Das sind Vorteile, die so etwas hat. Aber die Nachteile habe ich gerade schon genannt. Video-Coachings haben diese Nachteile nach meiner Einschätzung nicht und nach Einschätzung auch der Teilnehmer, die es machen. Schauen Sie mal auf die Referenzen auf meiner Seite. Da finden Sie Menschen, die es gemacht haben, derweil einige. Ja, Video-Coachings machen den Lernstoff lebendig. Sie bringen ihn in Bewegung. Und die Skripte sind unterstützende Hilfen. Und dazu gibt es ja auch noch, je nachdem, welches Paket Sie da buchen, die MP3s und die Lernkarten als zusätzliche Unterstützung. Und wer dann sagt, ja, aber trotzdem, wie ist das mit der Selbstmotivation, der kann noch bei den verschiedenen Lehrgängen ein Coaching dazu buchen. Also plus ein persönliches Coaching. Dann haben Sie einen Coach an Ihrer Seite, der Ihnen hilft, was die Motivation angeht. Es ist weniger, dass der Coach Ihnen Dinge noch erklären muss. Das tun die Videos. So wie ich das sehe, recht gut. Also wir haben recht wenig, eigentlich fast gar keine inhaltlichen Fragen, ja, sondern das wird in den Coachings mit dem Begleitmaterial sehr gut klar, aber der Coach kann helfen bei der Motivation, ja, wenn man mal ein Tief hat und so weiter. Und das ist nach meiner Einschätzung und nach Einschätzung der Menschen, die es gemacht haben, im Moment, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist für alle Zeiten, aber im Moment der beste Weg im Sinne von integrierbar in Ihr Leben. Klicken Sie mal auf den Link unter dem Video, da finden Sie Videos, die Ihnen helfen können, auch auf dem Weg zum Hotelmeister IHK, wobei ich hier in diesem Fall natürlich für das eigentliche Gebiet Hotel nicht kompetent bin. Aber ich bin kompetent für die wirtschaftlichen Dinge, also diesen wirtschaftlichen Basisteil, den Sie auch hier absolvieren müssen. Da gibt es die Video-Coachings. Klicken Sie auf den Link unter dem Video. Alles Gute, Marius Ebert.